last Christmas, I gave you my heart, but the very next day you gave it. Ida, Ida, was habt ihr denn? Ihr seid ja kreidebleich. Ist euch nicht gut? Sodom und Gomorra. Was? Wie? Sodom und Gomorra, die Hölle tut sich auf. Da hinten, direkt in der Ravadi-Straße. Ich hab's immer gewusst, dass es einmal so endet mit den Bocholtern. Beim Rosenmontagszug, da habe ich ja noch Verständnis für. Von mir aus auch auf der Kirmes oder dem Weinfest. Ein Glühwein auf dem Weihnachtsmarkt? Na gut, das kann in Gottes Namen auch noch passieren. Aber früh morgens und dann noch am heiligen Abend. Ja, ist den Bocholtern denn gar nichts mehr heilig? Direkt in die Hölle werden sie fahren. Hordenweise stehen da in der Ravadi-Straße und trinken ein Bier nach dem anderen. Ach so, ach, als ob das neu sei. Nun, ich gebe zu, an den Gedanken, dass unsere Jugend Heiligabend morgens lieber ein Bierchen trinkt, als den Weihnachtsbaum zu schmücken, an den muss man sich wirklich erst einmal gewöhnen. Aber es ist doch halb so wild. Richtig betrunken sind ja die wenigsten. Und seht doch selbst, wie lustig sie hier alle feiern. Sie lassen sich selbst vom schlechten Wetter kaum abhalten. Was denn? Ihr nehmt die gottlosen Trunkenbolde auch noch in Schutz? Was sollen denn die Mütter und Väter denken, wenn ihre Sprösslinge mittags nach Hause torkeln, voll wie 10 Russen, während die Mutter am Herde schuftet? Und abends hängt ihr Nachwuchs dann verkatert in den Seilen. Das Fest der Liebe ist denen doch dann völlig wurscht. Nach einem ausgedehnten Mittagsschlaf sind sie ja wieder fit. Die wissen auch, was sich gehört. Und außerdem, wer sagt denn, dass die Eltern nicht mitfeiern? Viele Mütter und Väter waren doch beim ersten unheiligen Morgen 1978 selber mit dabei. Damals lud der Wirt des Studio Bs, Ludwig Bünding, zum Inventurtrinken ein. Dabei steckte er seinen Kellner in ein Nikolauskostüm. Na, und der schenkte den Gästen eben aus allen angebrochenen Flaschen ordentlich ein. Zunächst machten da vor allem die Penela der Bocholter Gymnasien mit. Später schlossen sich dann auch die übrigen Kneipen im Ravadi-Viertel an. Und schon nahm der Kult seinen Lauf. So mancher, der noch eben die letzten Weihnachtsgeschenke kaufte, traf hier auf alte Freunde und trank bei der Gelegenheit gleich noch eben ein schnelles Bierchen. Und wann schmeckt das Bier besser, als wenn man es mit guten alten Freunden trinkt? Statt mit der Familie zu feiern, lärmen Sie lieber auf der Straße. Warum bleiben Sie nicht wenigstens in Ihren Kneipen bei diesem Wetter? Das machen Sie doch wegen des Regens diesmal auch. Aber drinnen läuft man eben nicht so vielen alten Freunden über den Weg. Und außerdem, viele Familien feiern auf der Meile ihr Fest schon einmal vor. Letztes Jahr habe ich Eltern gemeinsam mit ihren Kindern gut gelaunt und lachend nach Hause laufen sehen. In freudiger Erwartung aufs Fest und natürlich auf den Festtagsbraten. Aber sag einmal, was macht eigentlich unser Hirsch? Gedulde er sich. Es ist doch noch viel zu früh. Ich habe den Ofen noch nicht einmal vorgewärmt. Ach, dann kann ich ja noch einmal vor die Türe. Was? Jetzt? Was wollt ihr denn jetzt noch? Nur mal schauen, ob ich nicht was Hübsches für euch finde. Für mich? Ihr findet wohl eher ein paar Ratsherren und ein paar Bierchen. Kommt mir ja nicht betrunken nach Hause oder Weihnachten fällt für euch dieses Jahr aus. Hallo, ich bin die Gabi Bollwerk, ich bin die Ida. Hallo, und ich bin der Florian Sauret, ich bin der Israel. Und wir wünschen euch allen frohe Weihnachten!